Aber hier brauche ich auch einen Schlüssel, was soll das? Wie sterbe ich da, wenn ich da runterfall? Fragezeichen. Mal toll. Fertig. Nein, alte Bossgegner, wir kommen wieder. Ach, wieso gehe ich wieder in die Pipe zurück? Weil du schlecht bist, manchmal. Aber leider nicht schlecht genug. Oh, verdammt. Ich würde so gerne wissen, wo der Schlüssel ist. Ich weiß jetzt zum Glück, wo er ist. Ich spare Zeit. Bestimmt unten rechts. Nee, das wäre... Was und wo unten rechts? Im nächsten... Oh, das sind nur Eier. Ich krieg einen Schlüssel, ich krieg einen Schlüssel. Hä, ich schwimme in der Explosion des Bosses. Was soll das? Egal. Also wenn ich jetzt sterbe, bin ich fail. Ich bin dann fail. Erster Schlüssel gefunden und in die Tür eingelöst. T-Golf, wie macht es bei dir? Gerade im ersten Bereich vom Schloss. Oh. Pipe Maze kommt jetzt, glaube ich. Jupp. Dann wollen wir mal. Geht da, weg. Da muss ich nicht rein. Moment, ich kann jetzt nicht mehr wehtun, weil da nichts. Ach scheiße, jetzt muss ich mir wieder Eier holen. Ich kann den so nicht besiegen. Nur 3 Stück. Ach, du hast jetzt auch den Schlüssel gefunden. Ich weiß, wo er ist, aber ich krieg den Gegner dort nicht kaputt. Oh, vielen Dank, 6 Eier. Eier bitte. Ich muss jetzt gleich mit jedem treffen, sonst wird das nichts. Ich auch. Aber eigentlich merkt man hier richtig, wo der Boss sein muss, ne? Mhm. Er kostet der Schlüssel. Ach, verdammt. Ich tue gleich lieber meine Eier konservieren. Einfach indem ich sie nochmal. Ja, endlich kaputt. Ist ein oh Gott. Oh Schleim. Gott, ich brauche noch mehr. Ich hab einen Schlüssel. Sind hier unten zumindest Eier, bitte? Böser Schleim. Oh ja, 6 Eier, dankeschön. Eier mehr. T-Golf ist heute ganz abgehackt. Ja. Vielleicht ist dein Headset nicht richtig drin oder so. Lass mal nachgucken. Ist richtig drin. Was? Der Boss regeneriert sich wieder? Ja. Yep. So schlau. So, es gibt wieder Scrolling Glitch. Ich bin schon beim Steinkreis. Hab ich es geschafft zumindest? Nein! Ah, scheiße, ich bin gestorben. Was heißt das, du musst den ganzen Schlüssel nochmal einsammeln? Nein, ich habe einen Steinkreis gekriegt noch. Oh, ich krieg grad Kopfschmerzen. So schlau bin ich noch in dem Steinkreis mit. Ich muss den Boss nochmal besiegen. Das ist die Hölle, nur in weiß und schleimig. Tigo, hast du den ersten Schleim mittlerweile besiegt? Nein, aber fast. Er ist winzig. Cool, man hört dich jetzt auch wieder ganz. Ich habe gestorben. IE geschlossen. Amy, sei ein feiner Schleim und geh endlich sterben. Ach toll, jetzt können wir den ganzen Weg durch Flatter jumpen. Ich versuche mal diese Platte. Oh, danke, er ist tot. Ich dachte schon, er ist immer noch nicht tot. Geschafft. Wie, den zu Boss? Sterben. Nein, zu sterben. Oh cool, ich kann aufholen. Genau, ja, Sternkreis, vergiss das nicht. Ja, ich bin ja jetzt auch. Gleich, hoffe ich, wenn ich jetzt nicht sterben sollte. Endlich habe ich mal Schleimi besiegt. Ja. Sternkreis. Du, da kommt aber gleich noch einer. Schleim. Und der ist in einem einzelnen Raum drin, ohne Eier. Und wenn du da wieder rausgehst, dann musst du nochmal ihn komplett von vorne besiegen. Okay. Wieder gestorben.
Welcher Röhre ist der? Ganz unten links ist Schleimis Boss. Baum. Schon wieder gestorben? Ich bin jetzt vor Wampe. Schon wieder gestorben. Ich bin vor Wampe und ich nutze es aus, indem ich besser bin als er. Ich sterbe ganz an der gleichen Stelle, weil ich immer das gleiche versuche und es klappt nicht. Gleich dämlich. Du bist doch bei der blauen Plattform dann, ne? Ja. Ich bin durch. Nein, bin ich nicht. Jetzt bin ich bei der holzernen Plattform. Och nö. Nee. Man kann deine Münzen essen in diesem Spiel. Ich schaff diesen Sprung nicht, ohne getroffen zu werden. Tygolf, bist du beim zweiten Schleimi? Er ist tot. Zweite, oh, dann warst du schnell, dann kannst du dich schnell aufholen, du. Du kannst zumindest Wampe noch einholen. Ich hab noch ein Ei übrig. Cool. So, wo muss ich jetzt den Schlüssel einsetzen? Irgendwo oben, wirst du schon finden. Nein, nein! Wampe, bist du auch bei der Floßfahrt? Ja, nee, ich bin kurz davor. Verdammt! Die ist voll langweilig. Was ist, du bist gestorben? Wieso kommen da überhaupt Gegner? Da kommen keine Gegner, das ist ja das Problem. Schleimi besiegt und hat mich voll gefreut und da bin ich einfach gelaufen und da war dann Abgrund. Das war scheiße. Du, deine Emotionen gehen immer mit dir durch ein bisschen. Oh nein, nicht der fiese Fisch hier am Ende. Oh, ich habe den fiesen Fisch ausgewichen. Ich habe jetzt den zweiten Sternkreis. Der Boss kommt. Der Boss hat keine Boss-Tür in diesem... Das ist Kamek. Er hätte nie gedacht, dass wir bis hierhin kommen. Aber da hat er falsch gedacht. Wir besiegen seinen Boss. Komm. Ja. So groß mag ich die Bosse. Wer mag nicht riesige Bosse, die fies sind? Eigentlich ist das hier... Nein, das ist nicht mehr der schwerste Boss. Das ist... Ich hab Leben gekriegt bei der Flussfahrt. Super Mario Bros. 3, Bowser lässt grüßen, würde ich mal sagen, ne? Eier mehr! Unten, da links, rechts von dem Boss-Ding ist eine Tür und da kriegst du... Katschenröhre und unten links kriegst du dann Eier. 6 Stück. Auf einmal. Ich weiß nicht, wie ich den Boss besiegen muss. Ich auch. Ich hab bloß keine Eier. Ich hab ihn schon fast besiegt. Bei mir wird er gerade noch groß gemacht. Groß gemacht? Ja, mit Zauber. Ich sag ja, Super Mario Bros. 3 lässt grüßen. Nein! Ich hab den Boden und meinen Füßen weggeschossen. Ich auch. Was? Ich hab's auch geschafft. Also musst du auch noch meinen Boss machen. Ja. Ah, Tygolf, du kannst voll aufholen, beeil dich! Aber zum Glück labert er diesmal nicht. In der DS-Version labert er ihn dann nochmal voll, das ist das Tolle. Oh, hat doch so schön geklappt beim ersten Mal und jetzt klappt gar nichts mehr. Okay, der Boden ist schon fast weg. Ach, keine Eier mehr. Dito. Wieso schieße ich den Typ in meine Richtung? Komm, spring da einfach rein. Spring da einfach rein. Gewonnen. Yay, gewonnen. Ich habe ein extra Leben bekommen aus einem mir nicht ganz klaren Grund. Getroffen werden und dann habe ich keine Eier mehr. Verarsch mich nicht, Schleimi. Das kenne ich, das hatte ich doch eben auch. So. 53 Punkte. Nein, du bist schneller als ich. Ja. Aber ich kann jetzt doch aufholen. Wir sind voll schnell diesmal übrigens. Ich glaube, das ist die kürzeste Welt von allen, abgesehen von der ersten. Nebelgrotte. Schnell. Oh, die Nebelgrotte, das war die Grotte, von der ich dachte. Autoscroll. Richtig! Ach, ich kann aufholen, wenn ich nicht wieder aus dämlichen Gründen sterbe. Ah, ne, halt, in einem Autoscroll-Level kann ich nur aufholen, wenn du stirbst. Verdammt, ich darf auf keinen Fall sterben.
Ach ja, und Eis ist wieder da, ne? Zumindest Spitzen, die von der Decke rasen. Waren das Stalagmiten oder Stalaktiten? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube Stalagmiten. Stalaktiten. Ja. Hast du Schleime besiegt? Schleimi mache ich voll fertig. Boah, also wenn du nicht mehr den Vorboss schaffst, du... Aber ich glaube, der Vorboss ist sogar schwerer als der Endboss. Dieser Festung. Ach scheiße, ich bin jetzt in die Lava gefallen. Yeah, ich bin vorne. Mario Party. Ohne Part. Mm-mm. Und mit Yoshi's Island dran. Und Super. Und World. Und 2. Mario. Wie beim letzten Mal. Hast du Schleime besiegt? Komm, da schaffst du es beim ersten Versuch, rennst danach in den Abgrund und danach schaffst du es nie wieder, oder was? Sieht's aus. T-Golf, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Dabei lagst du doch am Anfang vorne, kurzzeitig. Die letzte Welt auch. Hey, wir haben das Spiel fast durch. Mhm. Wir müssen uns ein neues Spiel suchen. Nach dem hier. Oh, ey, dieser scheiß Flammschrei, geil. Ich glaube, den Stein hier brauche ich gleich. Genau. Ziehe ihn an, schieße mein Ei und in dem Moment springt er. Das kenne ich. Nett ist auch, wenn er sich gerade so schütteln muss. Ich glaube, mit Felsen wäre es einfacher gewesen. Auf 5 drauf. Das Level ist übrigens voll lang, ne? Mit Kreisen. Ja, ich glaube, einen gibt's. Mitten in der Mitte. So, bei mir geht's jetzt wieder gleich zurück an den Start. Und von da aus geht's dann nach oben. Oh, ich bin jetzt vom Stein geschafft, in die andere Richtung zu schieben, aber nein, was passiert? Ich fall in die Lava. Du bist da und musst von vorne anfangen. Oh, ich kann diese Welt gewinnen. Wenn ich nachher bei Bowsers Festung eine schnelle Tür erwische, versteht sich. Tür 3 ist die einfachste und Tür 4 ist die schwerste. Ich spring lieber nicht zu schnell. Scheiger mit einem roten. Mit was? Felsen. Hier sind überall Buh-Scheige-Guys. Wollen einen wohl schrecken. Noch ein Felsen. Und hatten wir noch nicht genug. Es gibt eine Geheimlevel-Version dieses Levels. Da gibt es noch einen Hund. Ja, den habe ich schon gespielt. Welt 1 ist ja 100% kriegen nicht so schwer. Nö. Endlich bin ich an dem Part. Jetzt bin ich weitergekommen als letztes Mal. Ist Schleimi besiegt? Komm, T-Golf, sag mir, Schleimi ist besiegt. Ja, und ich bin aus Versehen aus der Röhre raus und den Schlüssel zusammen. T-Golf, irgendwas stimmt doch heute mit dir nicht. Was, hier ist so ein Lava-Pit, den man zerschießen muss? Das ist ja fies. Warum sind hier Stalagmiten und Lava? Verdammt, immerhin kann er Eis zapfen, das wird noch weniger Sinn machen. Ich glaube, eine Bonustür, will ich aber gar nicht. Sehr gefährlich, dieses Autoscroll nach unten. Oder ist der Midway Point in dieser Bonustür drin? Ich weiß es nicht mehr. Nein! You are dead. I am dead. Ich habe noch keinen Sternkreis, ich glaube, das Level ist jetzt zu Ende. Nein, jetzt kommt der Sternkreis, okay. Puh. Aber jetzt kommt der leichte Teil, das scrollt nämlich nicht mehr. Könnte man denken! Und genau dann geht's wieder los! Ist das nicht ein tolles Level? Vor allem habe ich den schweren Teil hinter mir, jetzt kommt eigentlich nur noch. Oh, da oben sind Monster-Boonies, Goonies. Die mag ich nicht. Rattenmeer? Das habe ich ehrlich gesagt verstanden, aber egal. Ziel, 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 Ziel. Warum war da überhaupt noch ein Sternkreis? Das ist jetzt eh alles völlig egal. Oh, hier regnen schon wieder Felsen von der Decke. Das kennen wir ja schon von 5-1, ne? Nein! Hör auf zu wabbeln, Schleimi! Hör auf zu wabbeln, Schlei! Nein! Aufgeben.